Der Elbe Uwe Cup 2017 wird Ihnen präsentiert von den Cemex Kieswerken Rogetz, Sand, Kies und mehr. Zweites Halbfinale wieder mit Ulrich Förster als Schiedsrichter. In Rot sehen wir die Uelzer. Im jetzt schon bekannten Dunkelblau die katholische Sportfreunde aus Magdeburg. Hauptsächlich kennt man die eigentlich als Volleyballmannschaft, aber sie können eben auch Fußball spielen, wie sie jetzt hier schon mehrfach bewiesen haben in Rogetz. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wenn hier zwei, kann man sagen, eigentlich Hallenspezialisten aufeinandertreffen. Wer denn letztendlich hier jetzt die Oberhand haben wird. Ihr seht es mir danach, meine Stimme, die gibt jetzt wirklich langsam nach. Kann sein, dass ich euch über die ersten beiden Platzierungsspiele dann weg vielleicht allein lasse. Muss ich mal schauen, wie ich das meine Stimme schon vor dem Finale abschmiert. Das war Andreas Möller mit der ersten besseren Schussmöglichkeit in dieser Partie. Schuss abfeuerte Christian Kroll, Pascal Rudowski, Stefan Schmielers und Marcel Böters auf dem Spielfeld. Für die Magdeburger der Keeper Markus Steffen, der ist jetzt inzwischen anscheinend wieder auf dem Damm. Christoph Braumann, Alvin Koral, den sehen wir jetzt hier gerade am Ball. So wie Philipp Schenk und Andreas Möller eben. Haben wir ja schon angesprochen. Das ist also die Starting Five in diesem Duell auf beiden Seiten. Und dann hat der Keeper fast den Ball an der Strafraumgrenze sicher. Die zählt ja zum Strafraum dazu. Das war alles in Ordnung gewesen. Andreas Möller verliert den Ball, regt sich auf, kriegt ihn dann wieder und startet dann zum Dribbling. Da hätte Tobias Mielke beinahe über den Ball gegriffen. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was eigentlich passiert, wenn das hier tatsächlich unentschieden ausgeht. Ich meine, wir haben noch 8 Minuten auf der Uhr, aber beide Teams haben eigentlich sehr gute Strafstoßspitzen. Da sehe ich die Uelzer leicht im Vorteil, spielerisch eigentlich eher die Magdeburger. Obwohl die Uelzer natürlich in der Kreisoberliga als Tabellensechster auch keine kleine Nummer sind. Das war Julian Witkowski, der den Ball jetzt eben nochmal nach hinten spitzelte. Wieder war es Witkowski. 1-0 für die Uelzer. 7 Minuten noch. Geht auf jeden Fall noch ein bisschen was.
natürlich ein Freistoß. Wie sollte es auch anders sein? Der Vater von Julian Witkowski, der ist ja auch gerade in der Halle, habe ich vorhin gesehen. Julian Witkowski spielt ja auch bei den Malvinkern, beziehungsweise ob er nochmal spielen wird, ist fraglich. Aber er hatte zuletzt bei den Malvinkern gespielt und hat dann Kreuzbandriss zugezogen. Dann stellt sich dann raus, dass da noch einiges mehr kaputt war. Er wird jetzt nochmal operiert und dann wird man sehen, ob es noch weitergeht, aber war über die Weihnachtsfeiertage zu hören, dass das wohl eher nicht der Fall sein wird. Und also sein Sohn, die Familientradition des Fußballs weiterführen. Das tut er hier auch sehr gut. Witkowski, der hat ja auch mal bei Schernebeck gespielt. Da ist der Ausgleich durch Christoph Graumann. Könnte sein, dass es noch ein Rogeza-Duell gibt im Finale. Zumindest was die Torschützenkrone angeht. Christoph Graumann jetzt mit dem vierten Treffer. Robert Clemens hat momentan 6 auf dem Konto. Stefan Nils, wohl der Edeljoker, der Magdeburger, aber der war auch im letzten Jahr schon in der Finalrunde aufgefallen. Bisher noch nicht, zumindest mit einem Torerfolg. Mit Siebers. Tobias Mieke wieder draußen. Die Kugel auf Marcel Böthers, der etwas ungenau weiter zu... Und ja, sehen also wirklich noch ein Kopfballtor hier in diesem Jahr. 2:1 für uns. Der Nummer 4 und der Zertl nicht verwandt oder verschwägert mit dem Magdeburger Trainer. Okay. Das erste FC Magdeburg meine ich natürlich. Kriegt er nicht mehr dahin. Aber er zündet sich da in der Ecke fest und letztendlich hat er Tobias Mielke die Kugel. Stürmerfaul. Daniel Goldgräber. Oh, jetzt werden sie aber doch ein bisschen übermütig, die Mützer da hinten. Das war Daniel Goldgräbe. Ich hab's gesagt, da werden sie jetzt leichtsinnig da hinten. So was darf natürlich nicht passieren. 2 Minuten vor Ende dieser Partie steht es also wieder 2:2.
Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Schlussphase und möglicherweise sehen wir ja dann noch eine kleine Verlängerung in diesem Spiel. Also natürlich ein Elfmeterschießen. Weil ich mal gespannt bin, ob es ein Elfmeterschießen oder ein Penalty-Schießen gibt. Penalties gab es ja hier auch schon mal. Da wurde dann von der Mittellinie aus auf das Tor zugelaufen. Ich denke, dieses Jahr wird es 9 Meter schießen geben. Das ist einfach spannender. Mit einem Pass auf Christoph Braumann, aber diesmal reicht sein Schuss nicht aus zum Tor. Ich will das nicht, komm her. Ja, das ist eine Weile, wir beide zusammen aus. Möglichkeit nochmal für die Hützer. Christian Kroll kommt nicht durch, Max steckt den Ball. Bleiben die KSC-Spieler hängen mit ihrem Konter. Und der Ball ist weg. Julian Sikowski. Julian Sikowski bringt die Hütter wieder in Führung. Gleichzeitig unangenehm an. Und auch gleichzeitig feiert die. Verlinkter Freund ist ja auch ein Punkt. Hört sich auch so für den Sohn des eigenen Mitspielers. 17 Sekunden. Wieder wird die Uhr nicht angehalten. Wieso wird die Uhr nicht angehalten? Entscheidung, wieder war Sikowski, das war's. Finale, wo geht's gegen Uth? Für Platz 3, Buchstall gegen den KSC Magdeburg. Wir machen gleich.